Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und wir sind hier immer noch auf dem Weg nach oben zum Berg. Mit unserem Bub. Mit unserem Junge. Ist das Rauch? Keine Ahnung, Junge. So, was ist das hier? Hacksilber. Warum bist du denn nicht müde? Weil wir ausgeschlafen sind. Was kommt da für ein schwarzer Rauch aus seinem Mund? Aus dem Gesicht. Hochklettern können wir leider nicht. Wir können nur runterrutschen. Er ist das Hochrutschen nicht würdig oder nicht fähig. Na gut. Dann gehen wir da mal hin. Die sollen ja hier lang. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Genau. Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wenn sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Ah. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt? Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Den angeschossen. Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Aha. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Och, na ja. Einfach alles. Geht so, ne? Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Genau. Der Weg zum Berg. Oh, ich krieg 2000 XP. Das ist schön. In eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Hä? Sprichst du uns alles nach, oder was? Naja, zumindest, ne? Irgendwas wollte ich sagen. Ah, vergessen. Naja, gut. Wir nehmen das hier. Greitha. Ah. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Aha. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Ja. Das auch. Ey, können wir jetzt vielleicht von der oben hier näher, der Ding da... Aber... Guck mal da, die Kiste ist ja auch irgendwie... War doch nicht eingeschlungen, ne? Ich glaube, die waren doch schon da gewesen. Ja, na komm, ich guck mal. So, den noch. Musst du umlegen. Was, den musst du umlegen? Ich habe erst verstanden, wen musst du umlegen? Na denn. So. Ach, guck. Tirs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Oh nein! Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Da sind wir auch so rangekommen, ne? Genau. Die war noch da hinten. Mann, Mann, stimmt ja. Hexe? Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh.
Klingt einsam. Na, ist hier noch irgendwo ein Odins Auge? Na gut, hätten wir in der letzten Folge dann zurücklaufen müssen, wenn wir eh hierher kommen. Und nun? Hallo? Müssen wir die Tür aufmachen? Ach ja. So, Hexe. Vorsichtig, hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg geben. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Okay, dann zeig uns mal was. Schaust du zu? Ja. Justus! Was? Es ist fest! Albenarchitektur. Meine cool. Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht, solange das Licht frei scheint. Ah, hier jetzt entlang. Sind wir hier. Okay. Ich will auch eine. Hier sind wir beim Auto. Jetzt. Kann der Junge jetzt... Diese Wurzel, was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Warnerheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. So, müssen wir noch weiter? Nee, doch noch da. Okay. Mach auf. Los, Junge. Die rennt aber auch schon wieder los, die Alte. Okay. Tieres Tempel. Er baut mit Hilfe der Riesen. Der große Tiere bereiste von dort aus die neuen Welten und warte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Er läuft nicht doch. Das ist das Schnellste, was er kann. So, Uschi, geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Aha, okay. Aber da waren wir schon, da kamen wir doch irgendwie nicht rüber, war doch. Da, wieder ein Lichtkristall. Ja. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Justa, hat geklappt. Gut. Weiter. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Jo, machen wir. Machen wir doch. Erstmal vorbei und dann. Oder von hier aus. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Jo, gib alles. Ja. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Ja, ist das schon. Perfekt. Okay. Jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Okay. Junge, ruhst dich aus oder was? Ja, na dann. Komm. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Jo. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Genau. Was die Toten angeht, jemand nannte sie... Hehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Das kann ja aber werden, wenn wir jedes Mal die Brücke hier drehen müssen. Ich kannte sie einst, doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepusht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Na, wir waren's nicht. Fertig? Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Na gut, wenn du sagst, dann kommen wir mal wieder rauf. Das war beeindruckend. Ja. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Nein. Meinem Rücken geht es gut. Na. Stell nicht so viele Fragen. So, wo ist sie? Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben Tiers Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Sollen wir da durchgehen? Ja? Na gut.
kommen wieder zum Zwerg. Zu Brock, ne? Brock ist er, glaube ich. Ja, Brock. Brock und Zimbelwurm. Ah, sie macht das schon wieder. Justus, deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Oh. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Und dann lade sie wieder auf. Und dann kannst du mitkommen. Dein Bogen, bitte. Wird das jetzt unsere Gefährtin? Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Mhm. Okay, okay. Na gut, wir gehen mal hinterher. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Oh, echt nicht? Bist du eine nette, liebe Frau? Warum? Warte mal, guck, gibt's hier auch noch irgendwie Odins Augen? Man weiß es ja nicht, ne? Aber ich glaube nicht. Okay, so, weiter geht's. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Aha. Weltenreise. Hammer. Erreicht. Ach, Kammer, nicht Hammer. Ja, ja. Terra, du hast auch einen Hammer, ne? Ja, ja. Ah, sieht aber gut aus hier. Das ist ein Weltenbaum? Ah. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Aha. Okay. Ey, die hat eine Taschenlampe. Tretet an den Tisch. Okay. Machen wie wir. Funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Okay. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Jo, ist von diesem Raum aus und nur von hier aus könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Oh. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Jo. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Alfheim. Drehen? Wie? So? Moment! Bewegt das die große Brücke draußen? Ja. Oh. Das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Okay. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Aha, können wir weiter drehen? Das ging nämlich gerade nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Für jede Welt steht eine Weltenrune, die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich
Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Ja, haben wir doch, oder? Alfheim. Ah, in diese Welt reisen? Na gut. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Und wenn wir den Bifrost verlieren, kommen wir nicht mehr zurück, oder was? Aber das wird ja nicht passieren. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Oh, gab's da mal wieder XP? Schön. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also sitzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Okay. Warte. Bevor wir jetzt die Tür aufmachen, erstmal unser Werkzeug holen. Und mal kurz gucken. Karte? Ah. Region Tyrs Tempel. Midgard Zusammenfassung. Alfheim. Okay, hier ist Alfheim. Okay. Noch nichts entdeckt. Ja. Unentdeckt, unentdeckt, unentdeckt. Alles klar. Alles? Und was gibt's noch? Ah, nee. Oder Tore anzeigen. Nee. Wir haben ja noch nichts entdeckt. Alles klar. Eigentlich wollte ich doch bei den Fähigkeiten gucken. Wir haben das jetzt 4000. Da können wir doch... was ist das hier? Bonus. Halten Sie beim Ausweichen nach vorne und drücken wir ich und Ausweichen. Wo bin ich denn hier? Da. Aber konnten wir nicht mit Fähigkeiten nicht auch unsere anderen Dinge da hochpushen oder was? Was wir schon gekauft haben, war das nicht? Wo war das jetzt hier? Das ist ein Spalte. Halten Sie RT gedrückt im Anginal und Spalte. Kostet 500. Ja, komm. Das ist, oh Gott. Was ist das hier? Fernkampf? Aufleuchten nach einem Kostet 1000. Halten Sie beim Ziehen RT gedrückt, um den... Na komm. So, aber Nahkampf ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? So, drücken wir beim Sprinten. Oh, was ist das hier? Drücken wir einen starken Sprung, also auch so viel. 1500, Alter, ihr habt sie noch nicht alle. Ausweichen wir mal hier. Vorherige, okay, müssen wir erst die kaufen, erwähnen. Erhöht die erhaltene Permafrost mehr bei jedem Erfolg von Axttreffer. Also müssen wir erst den. okay. Was ist das hier? Sprinten. Vitalität ist der Bonus. Kriegen wir erst bei 125. Alter Falter. Nach vorne. Halten wir beim Ausweichen L. Nach vorne. Und drücken Sie RB um einen schnellen Achsangriff. Hüpp, hüpp, hüpp. Das ist wieder mit Spritten erkommen. Ah, beim Jungen gab es nichts, ne? Nee. Okay. Aber ich denke mal, bevor wir weitermachen, dann machen wir in der nächsten Folge.
würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und dann mal sehen, was uns hier erwartet in Alfheim. Bis dann, euer Terra. Ciao.